Liebe Videofreunde, in Kürze erscheint das Buch Sirio H. Santiago, unbekannter Meister des B-Films, und die Leute von Creepy Images waren so nett und haben mir mein Exemplar schon früher geschickt, damit ich es heute zeigen kann. Und um diesen Vorteil gebührend zu nutzen, dachte ich mir, ich stelle heute mal einen VHS-Only-Reißer des Meisters vor, den ich selbst lange gesucht habe. Hier ist Ein Mann wird zum Killer. Du weißt aber schon, dass der Film schon längst nicht mehr VHS-Only ist, oder? Hä? Wie meinst du das? Ich meine, dass du die Blu-ray davon selbst hast, du Pfosten. Nein, doch. Hier ist sie. Das ist nicht meine. Du hast damals selbst ein Video-Unboxing dazu gemacht. Das heißt noch lange nicht, dass das Ding nicht VHS-only ist. Doch, genau das heißt das. Du hast die VHS sogar direkt neben die Blu-ray gehalten. Ja, ja, ist ja gut, macht ja nichts. Also, Sirio H. Santiago hat ja bekanntlich noch ein paar andere Filme gemacht. Also gehen wir direkt weiter zur nächsten VHS-only-Perle, die ich sogar noch länger gesucht habe. Hier ist The Mothers. Was denn jetzt schon wieder? Diggi, du weißt genau, dass du The Mothers auf DVD hast. Du hast ja sogar die verdammte VHS-Edition in der großen Hardbox gekauft, weil das so gut nebeneinander aussieht. Weißt du was, Mann? Du gehst mir derbe auf den Sack. Also, was soll ich denn jetzt machen? Du könntest mal eine echte VHS-Only-Perle von Sirio H. Santiago vorstellen, wie Ebony, Ivory and Jade, alias die Todesinsel. Den habe ich nicht. Du nennst dich Blaxploitation-Fan und hast den nicht? Der ist nun mal nicht so leicht zu kriegen, okay? Okay, wie ist es mit Treibjagd auf Liebeshexen? Nee. Pacific Connection? Nope. Defender 2000? Nope. Striker? Ja! Also, das heißt nein. Alter, was bist du für ein scheiß Videosammler? Also, ich habe die Solo-Kampfmaschine. Ja, der geht. Alles klar. Macht der Mist alleine. Ich gehe mich jetzt besaufen. Wow, was für ein Arschloch! Naja, die Solo-Kampfmaschine ist jedenfalls einer von vielen Mad Max-Klonen der 80er, der aber ausnahmsweise mal nicht aus Italien stammt. Und dass es heiß hergeht, beweist Santiago von Anfang an. Unser Held Trace kommt in eine typische Endzeit-Zeltstadt, wo sich die Menschen so mit halbgaren Gladiatorenkämpfen um Autos begnügen. Sind die Wagenschlüssel. Worum geht es? Trace hat übrigens die Synchronstimme von Alf und sieht aus, als wäre F. Mary Abraham zusammen mit Jeff Goldblum in den Teleporter aus die Fliege gestiegen. Der Kampf stellt sich als abgekartet heraus, sodass Bo, der Freund von Traces Schwester Ali, gegen den Inbegriff sexueller Manneskraft antreten muss. Nachdem Trace entspannt den Tag rettet, entsteht so eine Massenkeilerei und die drei verpissen sich. Fahr vorbei! Es folgt eine actionreiche Verfolgungsjagd mit den Schergen von Filmbösewicht Scourge, wonach die drei sich aufteilen, um ihre Spuren zu verwischen. Und während Trace sein Bestes tut, um sie abzulenken, geht bei seiner Schwester und ihrem Magger so einiges. Wodurch sie natürlich sofort gefangen genommen werden. Scheiße, jetzt haben sie uns am Sack! Und Bos moralische Integrität zutage kommt. Du willst sie, ja? Sie gehört dir! Du willst die Knarre, sie gehört dir! Ich sag euch was, ich schließe mich euch an! Du verdammter Bastard! Lange Rede, kurzer Sinn, sie binden Arlie halbnackt auf ihre Karre, schleifen Bo halb tot und Trace erledigt dann den Rest. Hilf mir bitte! Erschieß mich! Kurz darauf trifft er dann Stinger, die Frau mit dem Adler. Und wir erleben mal wieder den dämlichsten Dialog im ganzen beschissenen Film. Wie heißt du eigentlich? Ich werde Stinger genannt. Das passt, Stinger. Na, was hältst du von meinem Vorschlag? Du bist mir nicht sonderlich sympathisch. Ich stehe auf deinen Vogel. Steig ein. Kurz darauf wird sie aber fast wie in so einem Zombie-Film von einer Hand durch den Sand nach unten gezogen. Und da unten sind auf einmal so halbwüchsige Höhlengnome, weil Logik. In letzter Minute kann Trace aber sie und die andere Gefangene retten, die Gedanken lesen kann, weil auch Logik. Mann, es wurde aber auch Zeit. Zusammen machen sie sich auf, weil sie sich einer Gruppe anschließen wollen, die sich selbst The True Believers nennt. Hier erfahren wir zum Beispiel, dass die alle ziemlich ballerballer sind. Das ist ein guter Platz. Die Menschen hier haben nur gute Gedanken. Sicher ist es ein guter Platz. Es kommen immer mehr her. Sie wollen mir beim Bau meines Luftschiffs helfen. Seht es euch an. Ist es nicht prachtvoll? Kennt ihr noch die Folge von Simpsons, wo sie auch bei so einer UFO-Kult-Sekte landen? Viel wichtiger ist aber, dass Trace uns einen todsicheren Trick zeigt, wie man Frauen aufreißt. Du hast hier nicht mal den Mut, für etwas einzustehen. Ja, aber ich lasse mich nicht von einem Haufen Ölpiraten aufs Kreuz legen. Und wenn man sich nicht zu sehr von dieser absurden Sexszene blenden lässt, dann bekommt man danach wieder knallharte Action zu sehen. Der katholische Filmdienst schreibt dazu, primitiver Actionfilm, der vor einer Endzeitkulisse lediglich Gewalt und Sexszenen aneinander reiht.
So als ob das was Schlechtes wäre. Trace ballert dann als Ein-Mann-Armee los, um seine Schwester aus den Fängen von Scourge zu befreien. Apropos Armee, wir bekommen tatsächlich ein paar echt ansehnliche Szenen geboten, wenn es an die letzte Schlacht geht. Ein bisschen was vom Üblichen natürlich auch, also Explosionen und Schießereien. Aber durch das Setting in dieser alten Kirchenruine bekommt das Ganze noch den gewissen Kick gegenüber den sonst ewigen Wüstenszenen. Auch sonst kann der Film sich sehen lassen. Ausstattung, Sets, Kostüme, Action, also unter den Road Warrior Ripoffs sicher eins der gekonntesten und schönsten. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Wenn man Sirio H. Santiagos Filmstil kennt, weiß man, dass man es hier mit gepflegter Exploitation-Kunst zu tun bekommt. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, war, dass Bösewicht Scourge ursprünglich von Lee Ving, dem Sänger der Punkband Fear, gespielt werden sollte. Der ist dann aber spurlos aus seinem Hotelzimmer in Manila verschwunden, sodass kurzerhand Second Unit-Regisseur Joe Maria Vejana eingesprungen ist. Oder was ich auch nicht wusste, Don Gordon Bell hat in der Rolle des Robots sein eigenes Holster und sein eigenes Samurai-Schwert dabei. Und das sind nur zwei von vielen wahnsinnigen Geschichten aus dem Filmschaffen von Sirio H. Santiago, die ihr alle in diesem Buch nachlesen könnt. Es ist vollgepackt mit Infos, Hintergrundgeschichten, Interviews, seltenen Fotos, einer kompletten Filmografie. Es gibt auch Hinweise, welche Filme in Deutschland erschienen sind oder welche nicht, welche nur auf VHS zu bekommen sind und welche ungeschnitten sind. Kurzum, das ist der definitive Guide für alles rund um den Großmeister des philippinischen Exploitation-Films. Und wenn ihr euer Exemplar bis zum 31. August bei Creepy Images oder im Wicked Vision Shop vorbestellt, bekommt ihr euer Exemplar sogar von Autor David Renske persönlich signiert. So, Werbesendung Ende, jetzt Bier. Keule, wo bist du?